Bisher geht's noch. Du bist online, ja. Ich weiß, dass ich online bin. Also wenn ich mich öfters mal so ein bisschen hin und her bewege, dann nicht wundern. Dann teste ich, ob ich synchron bin. Noch ist es so. Das kann ich halt leider nicht testen. So albern, wie es ist. Kann auch die ganze Zeit. Ah, nee. So machen. Doch. Synchron. Wenn ich irgendwann nicht mehr sein sollte, wissen wir warum. Hallo. Das war auch das Falsche, was ich dir geben wollte. Ich wollte dir eigentlich was ganz anderes geben. Egal. Naja. Nee, kannst du eine Stunde tanzen. Wie sagen die auf Stock? Nein, danke. Nee. Nee, ich bin nicht so der Mensch, der gern tanzt. Nee. Nee. Das überlasse ich anderen. Ach ja, wir waren ja bei den Möbelstücken. Kein Fenster. Das geht von außen, glaube ich, auch nicht. Es sei denn, ich verbessere von außen mein Haus, glaube ich. Dann könnte es. Hallo. Aber dafür brauchen wir 2000. Und wir haben nicht mal ansatzweise 2000. Auf Wiedersehen und bis Dann bald. kriegen wir erst, vielleicht, ich hoffe, neue Fenster. Ich hoffe es sehr. So. Beim letzten Mal war ich hier ja noch am Dekorieren, ne? Meine Dinger sind fertig. Ja, mein Koko. Ah, so macht man die also weg. Ich verstehe. Okay. Wir waren am Dekorieren. Nein. Ich hätte das gerne, aber ich weiß noch nicht, wo ich es hinhaben will. Nee. Nee. Ja. So eine Piñata könnten wir hier irgendwo aufstellen. Gut, Einzäunungen haben wir jetzt nicht so viel. Streuter Schotterpfad. Tropisches Grünzeug. Ich weiß noch nicht, was wir hier platzieren sollen. Struppiger Busch. Japanischer Ahorn. Davon kann es nicht genug geben. Viel fehlt noch? Ah, perfekt. Wie sehen die anderen Aufträge aus?
Gestern habe ich ja nicht mehr allzu viel gemacht. Mit Ursula müssen wir noch reden. Wo auch immer die rumgeistert. Findet. Das müssen wir noch machen. Okay. Aber erstmal das hier. Und gucken, was es bei Dagobert für neue Sachen gibt. Oh, ich liebe einen schönen Tag noch. Schöne sonnige Tage. Oh. Welch ein Glück, was für eine hübsche Wiese. Aber du darfst es nicht dabei belassen, Altaria. Wenn du weiter Möbel baust oder sie von mir zu einem vernünftigen Preis kaufst, die Preise sind nicht vernünftig, wirst du die Wiese erstrahlen lassen, wie das Gold in meinem Geldspeicher. Oh, ja, liebe, schöne sonnige Tage. Dagobert, du hast einen Auftrag für mich. Sei gegrüßt, Nachbar. Ah, es sieht so aus, als hättest du ein paar Probleme am schillernden Strand aus dem Weg geräumt. Gute Arbeit, Daria. Weißt du, das ist ein erstklassiges Grundstück am Wasser. Das heißt, du musst es ausbauen. Füge am Strand deine eigene Note hinzu. Ich werde dir die richtigen Möbel besorgen, um ihn erholsam und entspannt zu machen. Das wird ihn sicherlich zu einem erstklassigen Reiseziel machen. Wie auch immer du es einrichtest. Ich weiß, dass du es zu einem schönen Ort machen wirst, dem ein müder Geschäftsmann sich entspannen und sein Geld zahlen kann. Freundlichen Dank. Oh, toll. Noch mehr Möbel. Mal entfernen. Einen schönen Tag noch. Was ist denn heute bei dir angesagt? Fischsteak. Granat. Auf Wiedersehen und bis bald. Nichts, was ich jetzt so da spontan dabei hätte. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Blaubeeren. Blaubeeren habe ich. Karamelläpfel. Okay, das wüsste ich beides nicht, wo ich das jetzt so spontan herkriege. Also, nee, beim besten Willen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was sie von mir wollen. Liegt immer noch Stein von mir. Sechstausendvierhundert. 10.000. Für was? Okay, die Lampe ist schön. Hilfe? Geht, glaube ich, nicht. Nee. Geht nicht. Kann ich leider nicht öffnen. Ist leider alles dicht. Ja, ich würde auch gern. Ich würde auch gern daran. So. Achso, ich kann jetzt einmal das. Das kann ich wegmachen. Das kann ich wegmachen. Das kann ich wegmachen. Irgendwie der Schaufel ein. Na, macht man doch nicht. Ja. Woo. Oh. Will mal was ausprobieren. Ich glaube, dass das niemals so funktioniert, aber egal. Wir kommen mit einem Shake raus. Auch wenn das ein sehr seltsamer Shake wäre. Da vielleicht das und das. Warte, Shake. Karamelläpfel! Perfekt!
Ist das so? Man sieht ja an, was sich da befindet. Da hab ich doch schon jetzt so oft gemacht. Wir wissen doch eigentlich, was ich... Sprich mit... Bonjour. Jetzt ist er da. Okay. Und es ist vollkommen leer. Ich schätze, wir sollten mit den Grundlagen beginnen. Als erstes brauchen wir Tische und Stühle. Ich wette, dass Dagobert Duck welche verkauft. Da wir viele davon brauchen werden, hoffen wir mal, dass er uns ein gutes Angebot machen wird. Wir sind ein gutes Team. Hallo. Apropos. Grüner Salat. Champignon-Pizza. Kann ich tatsächlich noch nicht machen. Aber grüner Salat habe ich doch bestimmt. Grüner Salat. Schön. Grüner Salat. Bonjour. Und Stufe 2, wenn ich es richtig gesehen habe. Mm-hmm. Ja. Ja-ha! Ich hätte dich gerne bei der Gartenarbeit. Schön. Aber das andere, was ich hatte, war, glaube ich, für Mickey. Karamelläpfel. Hey du! Ich hab was für dich. Karamelläpfel. Wo sind sie denn da? Und Stufe 6. Ach ja, schön. Ich arbeite keiner, du wirst der Angestellte, der keinen Lohn bekommt. Doch, zwischendurch kriege ich mal so ein paar Taler von den Leuten. Erinnerst du dich, als wir Mini beim Picknick für einen Moment gesehen haben? Ich habe nachgedacht. Ich glaube, ich weiß, warum es passiert ist. Und wie wir es wiederholen können. Super. Mini ist aufgetaucht, als ich an unsere gemeinsame Picknicke gedacht habe. Ich habe mit Merlin geredet und er ist der Meinung, dass alles damit zusammenhängt, sich an sie zu erinnern. Also hat er Minis Lieblingsschleife verzaubert. Er nennt sie eine Erinnerungsmagneten. Also die Schleife und erinnern uns an sie. Ja! Genau. Komm, lass es uns gemeinsam versuchen. Wenn ich mich richtig erinnere, trug Mini gerne... Pünktchen, glaube ich. Das stimmt. Mini liebt Pünktchen wirklich. Lass mich überlegen, was liebt sie sonst noch? Ich glaube, Backen. Auf jeden Fall. Und sie hat immer mir immer gesagt, dass die wichtigste Zutat in jedem Rezept Liebe ist. Weißt du, du erinnerst mich etwas an sie. Einmal hat sie sogar einen Club mit Woody und Anna gegründet. Hui, Mini-Schleife, sie kitzelt. Ich glaube, es funktioniert. Hier, nimm Mini-Schleife, Daria. Wenn du mit mehr Bewohnern sprichst, können wir sie mit mehr Erinnerungen aufladen. Komm zu mir zurück, wenn du fertig bist. Na, danke. Hallo Kitty! Bis ganz bald. Ja, ich trinke ja schon. Wie geht's der Kitty? So, einfach alles sammeln. Warte, will ich auch diese komischen Löcher hier wegkriegen. Oh, keine neuen machen. Sondern welche wegkriegen. Aber sonst sehr gut. Es freut mich. Mir ist tatsächlich kalt. Aber ich finde es gar nicht schlecht, dass mir kalt ist. Bin da nach den ganzen heißen Tagen echt mal ganz dankbar drüber.
Bei mir regnet es. Bei mir auch. Aber schon seit 3 Tagen. Gott sei Dank. Ich habe mich noch nie so sehr über Regen gefreut. Ja, ich muss unbedingt hier die Wege noch erneuern. Es nervt mich, dass die Wege alle so komisch aussehen. Ich und mein Holz. Wir brauchen Holz. Ganz, ganz dringend. Wir haben heute einiges vor. Ich muss dazu aber auch sagen, ich halte sehr schnell auf und speichere Wärme wie sonst was. Ja gut! Ich nicht. Mein Problem im Winter. Wobei, im Winter geht's eigentlich sogar. Das brauche ich. Mal essen und Steinchen mitnehmen. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Könntest du das? Könnte er. Schön, dich zu sehen. Hallo Daria, was kann ich für dich tun? Sag mal, vermisst du Mini? Und ob, ich vermisse Mini unheimlich. Meine Lieblingserinnerung an sie ist, hui, es ist so schwer, sich nur für eine zu entscheiden. Aber ich würde sagen, es war, als wir das letzte Mal zusammen einen Kuchen gebacken haben. Ich habe versehentlich Rüben anstelle von Äpfeln mitgebracht. Ich dachte, der Kuchen wäre ruiniert. Aber Minnie hat mir gezeigt, wie man die Rüben puriert und viel Zucker verwendet. Mein Kuchen war gerettet. Ich habe sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich hoffe sehr, sie taucht bald wieder auf. Das hoffe ich auch. Danke, Goofy. Das hat wirklich geholfen. Bis bald. Meinetwegen. Meine sagt mir im Sommer... Boah, Kitty, du heizst irgendwie so mal neben dir schlafen. Im Winter. Ach, Kitty, das ist schon warm. Ja, gut. Zitrin. Wels. Wir haben von einem Wolfsbarsch mit Gemüse. Ich hab 15 Jahre im Kühlschrank gearbeitet. Das haben die 18 Grad. Wie hoch sind wir vor? Ja, gut. Das mag stimmen. Inventar ist voll. Natürlich ist es das. Dann nehme ich hier noch ein paar Steine mit. Dann ist eine meiner ersten Amtshandlungen. Böden machen. Hallo, Zyret! Nein, Goofy wird nicht gefressen. Hier wird niemand gefressen. Das Emote bringt da auch nichts. Okay. Das braucht heute keiner hoffentlich, oder? Sammlung, warte mal. Charaktere. Traumschwer braucht er wieder. Turmalin hätte er gerne. Granat, Zitrin. Okay. Ich habe nur einen Topaz. Und ein Granat. Okay, Granat kann ich abgeben. Doofy wird nur beklaut. No. Ich will da gar nicht. Du darfst Lalas essen. Hallo. Was ist deine Lieblingserinnerung von Minnie? Meine Lieblingserinnerung, Nun, sie war immer eine großartige Kundin mit einem erstklassigen Geschmack. Sie bewunderte einmal meinen Armstuhl mit Tartanmuster. Es hat mein schottisches Herz erwärmt. Ich muss mich jetzt um wichtige Geschäfte kümmern.
Aber gib mir Bescheid, wenn du sie findest. Das werde ich, danke. Freundlichen Dank. Aber ich hätte hier was für dich. Das war eine Granat. Jetzt bist du auf Stufe 6. Oh Gott. Ich bin morgen auf einer Hochzeit und das Paar sind Lalas. Also, die fressen. Wenn du das möchtest. Oh Gott, voll verschluckt. Oh. Du kannst von mir aus gern die Lalas fressen. Sparen sie sich das Hochzeitsessen. Würde ich sagen. Also günstiger kannst du dann tatsächlich keine Hochzeit ausrichten, wenn du einfach das Brautpaar isst. Ich grille Kroketten, Lala. Oh, die armen Dinger. Die armen kleinen Lalas. Frag mich immer noch. Mal gucken. So, ich werde jetzt erstmal gleich die Wege machen. Möbel. Wege. Kopfsteinpflaster. Oh Gott. Ah, die Zelle kompliziert, wenn da immer noch was ist. So. Einmal. Da brauche ich nur einmal reinklicken. Oh. So. Dann. Hier noch ein Weg. Da noch. Was macht man denn im Game überhaupt? Also größtenteils Quest erledigen und Sachen sammeln. Also du kannst es eigentlich ja mit Animal Crossing, Stardew Valley vergleichen. So im Großen und Ganzen. Und das Ganze halt mit Disney-Charakteren. Du besuchst sie auch teilweise in ihren Welten. Waren schon bei Ratatouille. Und bei... Ach, wie heißt er denn? Wall-E. Und ja. Ist eigentlich ganz cool. Niedlich gemacht. Wie Level 14. Ja. Könnte man auch als Beispiel nehmen. Ungefähr wie die Insel. Es läuft bestimmt kein Deadpool rum. Ich glaube nicht, nein. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich will es nicht behaupten, aber ich glaube nicht. So. Haben wir hier jetzt alle Wege? Fast.
So. Gut. Oh, das kriegen wir nicht hin. Da? Oh, und die einen haben wir noch übrig. Ja, perfekt. Meine Insel ist jetzt Level 10. Sehr geil. Ich habe meine heute Morgen noch auf 8 gekriegt. Es wird. Ich glaube, Luna hat ihre Insel jetzt auch schon auf 10. Jetzt haben wir zumindest die ordentliche Wege wieder. Nein! Das war dumm. Warum geht das? Jetzt geht's. Manchmal ist die Steuerung etwas... Ich müsste mich eigentlich auch noch mal mehr an die Insel ransetzen, aber... Ja. Irgendwann. Kann das ruhig bleiben. Sag mal. Ja, ich brauche zwar Erde, aber... So. Oh, komm schon. Ich mache mir mehr Arbeit als eigentlich nötig. Das kann weg. Das kann weg. Okay, zum Einpflanzen habe ich nur eine Sache. Das sind Möhrchen. Ein Mais haben wir noch. Das kann ich auch einmal mit... Den Topaz kann ich verkaufen. Banane sehe ich. Ja, da oben. Jo. Jetzt habe ich zumindest genug Punkte, um, ich hoffe, das nächste Gebiet freizuschalten. Hallo. Hallo. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich hoffe, Mini Schleife hat gute Erinnerungen, um sie zurückzubringen. Maddie meint, dass wir die Erinnerungen mit Dreamlight aktivieren können. Lass uns zum Wunschbrunnen gehen. Die Magie des Brunnens sollte sie aktivieren. Bis ganz bald. Da ist sie. Gut, dass du hier bist. Ja. Hallo? Kannst du mich hören? Oje, ich sehe dich nicht besonders gut. Mini? Du musst zurückkommen. Ich versuche es ja, aber ich glaube nicht, dass ich es allein schaffe. Was immer du tust, es hilft. Ist Mickey hier? Ich möchte unbedingt mit ihm sprechen. Mickey? Auf Wiedersehen und vergiss nicht, ich hab dich lieb. Ich kenne dich doch noch gar nicht. Mini. Oh Mann. Aufgaben. Mickey, bitte nach Hause. Ich habe alles versucht, aber nichts hat funktioniert. Da musst du dich mehr anstrengen. Lass die Bänder mal tot hin. So. Ach, er ist fertig. Bleib doch mal hier.
mal kurz Zeit? Ja. Minnie? Minnie, oh nein, ich glaube, sie ist weg. Es war schön, ihre Stimme wieder zu hören. Bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, die Schleife hatte keine Magie mehr oder Erinnerung. Ah. Muss mit Merlin darüber reden, was ich als nächstes machen sollte. Aber es ist schön, ihre Schleife zu haben. Ich glaube, ich behalte sie für eine Weile. Okay, was auch immer wir da jetzt gekriegt haben. Alter, gut, wie oft willst du das noch sagen? Vor allem, wo bist du eigentlich? Den hört man überall. Drei Kilometer weit weg und man hört ihn trotzdem. So, und den Strand hier soll ich verschönern, ja. Jetzt komm schon. Müssen wir mit weiter Zeitverkarte suchen. Das ist ein wunderschöner Ort. Entferne die Nacht und diesen Weg blockieren. Ja. Ziemlich beeindruckend. Du hast den Weg zum Wald der Tapferkeit freigeräumt. Danke. Yay! Noch ein Gebiet! Jetzt wärst du noch nicht mehr fertig. Okay, wir können jetzt mit. Wie heißt der nochmal? Nee, Sven war es nicht. Wie heißt der Kerl? Christoph! Christoph können wir irgendwo finden. Ach, das ist hier so ein Arendelle-Ding. Okay, ich hätte. Ohne Witz, ich hätte Arendelle. Wobei, wahrscheinlich gehört das zusammen hier. Das hier ist ja. Ariel. Rihanna. Alles zusammen. Ursula habe ich noch nicht gefunden. Bin ich mal gespannt. Da wird 100% König der Löwen sein. König der Löwen wird auch ein eigenes Gebiet haben. Gehe ich ganz stark von aus. Ach, da ist sie sogar. Da spielt ja, glaube ich, das Lied, was er und Sven da getrallert hatten. Was habe ich gefunden? War das Knoblauch? Das hätte ich gestern gebrauchen können. Ich wünschte, ich wäre ein Rentier. Oder ich wünschte, ich wäre du. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Lied ging. Oh, Geld. Money. An 30 Orten verteilt. Jackpot. Ja, es geht. Ja, es geht. Hat schon schlimmere. Oder weniger, sage ich mal. Weniger. Klingt besser. Das ist aber ein großes Gebiet, ne? Blattbestreuter Weg. Naja. Also wenn man mich jetzt fragen würde, okay, das kann ich immer noch nicht zerbrechen. Mein Inventar ist voll. Okay.
Ich gehe erstmal kurz verkaufen. Haben wir da jetzt eigentlich alles? Lila Bartfaden. Ja gut, den haben wir hier auch irgendwo. Hartholz! Können vielleicht endlich Gofis Quest fertig machen. Nein, da wollte ich nicht rein. Oh. Ich wollte nur das Ding holen hier. Das einmal zumachen. Warum kann ich da eigentlich zweimal Äpfel kaufen? Ich liebe schöne sonnige Tage. Okay. Na, wie geht's? Warum kann ich zweimal Äpfel kaufen? Muss ich nicht verstehen. Rapssamen. Hallo, Niklas. Wunderschönen guten Tag dir. Bis bald. Bis bald. Okay, für ihn bräuchte ich Restaurantmöbel. Circa 500 für Fenster. Wissen wir ja noch nicht. Wir wissen ja nicht, ob wir dann schon ordentliche Fenster kriegen. Wir wissen nur, dass wir dann ausbauen dürfen. Leben, Eisenbarren. Na, vielleicht kriegen wir das alles da in dem anderen Ding jetzt. Wissen das ja leider alles auch nicht. Wenn wir halt erst um 16 Uhr wieder aufstehen. Hast du bis eben geschlafen? Weil Fasern. Ich brauche eine Faser noch. Also ich brauche einmal Seetang. Was macht Ursula eigentlich da hinten? Ursula, was tust du da? Wo schlafen wir heute Nacht? Was ist denn heute Nacht? Ist irgendwas Besonderes? Du bist hier. Endlich. Ja, wir sind hier. Sieh mal an, wer zu Besuch ist, nachdem sie mich aus dieser schrecklichen Höhle befreit hat. Leider ist nichts im Tal vergleichbar mit meinem Zuhause in Tritons Palast. Mein kleiner Seelengarten ist jetzt wohl nur noch ein Traum, außer du konntest mir helfen. Ich biete dir... Wir arbeiten... Ach so, na, das ist mies. Arbeitest du? Zuhause für einen Preis, etwas anderes ein andermal. Ein Zuhause ohne Fragen zu stellen. Könntest du das? Fabelhaft. Ich hätte gerne ein Haus am Strand. Etwas Aufwendiges, was aber auch zu meiner dunklen Ästhetik passt. Die Besucher sollten ein bisschen nervös sein. Es hält sie auf Trab oder am Schwimmen. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Klar, soweit. Ursulas Versteck.